Auf dem Papier ist es ein Dämpfer für viele VW-Kunden, die der Dieselskandal wütend gemacht hat. Das Oberlandesgericht Braunschweig hat heute eine Schadensersatzklage gegen den Volkswagen-Konzern abgewiesen. Trotzdem verbinden viele mit genau diesem Fall große Hoffnungen. Denn der Kampf ist mit dem heutigen Urteil noch nicht zu Ende. Der Kläger lässt sich, wie Zehntausende andere, von einem Rechtsdienstleister vertreten, der entschlossen ist, den Streit bis in die letzte Instanz auszufechten. Es gibt viele erboste VW-Kunden, viele haben geklagt. Und häufig hat VW Vergleiche geschlossen, Geld gezahlt, Schweigen vereinbart, um zu verhindern, dass eine Klage von einem Oberlandesgericht entschieden werden muss. Deswegen heute Premiere, Oberlandesgericht Braunschweig, Urteil wegen einer Klage gegen den Autobauer VW in dieser Instanz. Sie wird abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat heute die Rechtsauffassung der Volkswagen AG bestätigt, wonach den Kunden keine Schadensersatzansprüche zustehen. Nach Ansicht der Richter lag für das Dieselauto des Klägers trotz illegaler Abschaltvorrichtung eine wirksame Typengenehmigung vor. Der Sinn von Klagen, die sich auf die Genehmigung eines Autos stützen, liege eben nicht darin, die Kunden und ihr Vermögen zu schützen. Vertreter des Rechtsdienstleisters MyRide werden in Revision vor den Bundesgerichtshof ziehen und sehen das Urteil heute nicht als Niederlage. Beim Bundesgerichtshof, das ist wie das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Da werden auch nicht die Punkte aus der Vorrunde mitgenommen, sondern jetzt gibt es ein allerletztes Spiel, das ist der Bundesgerichtshof und MyRide steht im Finale gegen Volkswagen. Und das ist immer da, wo wir hin wollten. Das haben wir jetzt erreicht. Möglich, dass die Klage gegen VW vom Europäischen Gerichtshof mitentschieden wird. Denn der BGH könnte den Richtern in Luxemburg den Fall zur Vorabentscheidung vorlegen. Wie das Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig zu bewerten ist, dazu nun eine Einschätzung von unserem Rechtsexperten Frank Bräutigam. Naja, das Rennen ist zumindest weiterhin offen. Ich wäre vorsichtig, mir von diesem Urteil heute in Braunschweig von einer Signalwirkung für ganz viele andere Fälle zu sprechen, weil es eben nicht die letzte Etappe ist. Das wird hier vor dem Bundesgerichtshof verhandelt und entschieden werden. Und man muss dazu auch wissen, es gibt andere Oberlandesgerichte in Deutschland, zum Beispiel in Köln, die haben über die fast selben Fragen komplett anders entschieden. Köln hat zum Beispiel gesagt, das war vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, was VW da gemacht hat, und einem Kunden Recht gegeben. So. Und das Typische in so einer Situation ist dann, dass solche Fälle zum Bundesgerichtshof kommen und dort geklärt werden. Und das Spannende ist allerdings, typisch sage ich, es gab schon viele Fälle, die in Karlsruhe anhängig waren, wo es dann aber kurz vor Schluss Vergleiche war und gab und nicht entschieden wurde. Und das wird hier anders werden, weil MyRide das eben durchziehen möchte. Und deswegen ist in der Tat spannend, dass das hier nach Karlsruhe kommt und dann entschieden wird. MyRide zeigte sich ja nach der Urteilsverkündung in Braunschweig kämpferisch. Das Verfahren könnte noch größere Dimensionen bekommen, heißt es da. Warum? Naja, gemeint ist wohl, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass der Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe noch die Fragen dem Europäischen Gerichtshof vorlegt. Es geht bei diesen Verbraucherfragen viel um europäisches Recht. Das ist aber überhaupt nicht sicher, ob das passiert. Das kann man heute noch nicht sagen. Deswegen, das könnte gemeint sein mit einer anderen Dimension. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, dieses Verfahren noch weiter aufzuladen, denn die Dimension ist schon groß genug. Es geht um ganz, ganz viele Verbraucher, die den Eindruck haben, dass sie geschädigt wurden. Das muss gerichtlich geklärt werden. Insofern hat der Fall auch ohne diese Kommentare schon Dimension genug. Und was bedeutet dieses Verfahren für die anderen Kläger nun gegen VW? Ja, es gibt ja auch in Braunschweig die sogenannte Musterfeststellungsklage. Über die wurde ja auch viel berichtet. Ein Verbraucherverband klagt und inzwischen rund 400.000 Menschen haben sich dem angeschlossen. Da soll quasi die Frage einmal für alle geklärt werden. Und da ist natürlich interessant, dass auch diese Musterfeststellungsklage am selben Gericht spielt, am Oberlandesgericht in Braunschweig. Ob es dieselben Richter sind, die entscheiden werden, weiß ich gerade gar nicht. Aber auch hier muss man dazu sagen, auch bei der Musterfeststellungsklage wird das die erste Instanz sein. Der Fall wird sicher nach Karlsruhe kommen, sodass das dann hier in der Revisionsinstanz abschließend geklärt wird.